Ja. Ach ja, so idyllisch hier. Ich finde es immer noch sehr interessant, dass wir einfach mal keine Sehne hier im Bogen haben. Dass die einfach mal verschwunden ist. Naja, ist halt ein besonderer Bogen. Ich muss mich auch eindeutig mehr mal um diese ganzen Handwerkssachen kümmern. Eberschwurfspeer. Also warte mal, dafür einmal das Drechslerzeug. So. Machen wir doch einfach mal ein. Geht das? Haben wir da was für? Nee, haben wir noch nicht. Doch, universelle Zutatenbünde benutzen. Gut, machen wir das schon mal. Ist ja nicht verkehrt. Handwerksbeschleunigung. Nahkampf. Ja, wir müssen das auf jeden Fall mal ein bisschen trainieren. Genauso wie das hier. So. Ja, bist du wieder da? Ja, teilweise. Das ist schön. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Freut mich, dass du es zurückgeschafft hast. Kauf mir ein Baguette, treff mich mit Jeanette. Was? Was? Hä? So. Ach, da Sieh bist du. zu da jetzt. Der Ma. Ich hab dir übrigens in der Zwischenzeit für die Webcast welche geknallt. Bist du zurück, weißt du, also gar kein Problem. Wie du mir, so ich dir. Oh, warte mal. Kann ich hier abbauen? Jetzt soll ich auf die warten. Ja, du kannst ruhig weiter Tiere töten. Ich baue hier meine Das waren Ader ab. keine So. Tiere, das waren Bilbisse. Aber natürlich. Hä? Das waren Bilbisse. Ja. Doch alles. Ja, ich glaube dir das doch. Ist doch gut. Das haut sie wieder auf irgendeinen Aster ein. Ey, du hast echt ein Aggressionsproblem, ey. Ohne Sag mal, Scheiß. du klopfst hier Kupfer kaputt, was auch Gefühle hat, aber ich darf keinen Zweig für meine Bögen abkloppen, oder Das was? ist Schürfen, nennt man das. Aber wenn du auf irgendwas hier rumklopfst, ist das ja wohl irgendwas anderes. Ja, Ja, ich sieh fälle. zu da jetzt. Ich, Hallo. Alter. Ey. So, es gehen beide auf Emotes. Beide suchen Ohrfeigen. Kann auch hüpfen. Dreckschwein. Huch. Huch. Ey, muss ich hier echt zuschlagen, weil du das hier nicht in eine. Ey, in Christa. Ey, jetzt muss ich auch noch mein schönes neues Schwert beschmutzen. Toll, das machst du Warum sauber. Stech, stech. soll ich dir frechen Bengel, helfen? Das stelle ich dir in Rechnung. Ich bin deine Mutter, ich zahle die Rechnung. Ja, ich weiß. Musst du ja auch. Deine Rechnung zahle ich nicht. Nicht mehr. Ach, da. Ach, Mensch, Bärchen. Ach, guck mal her. Die Alte, die wehgetan. Hey, jetzt löst sie sich auch noch auf. Mann, 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 Mann. Guck mal, mich greifen sie nicht an, weil die genau wissen, von mir geht keine Gefahr aus. Und du gleich, ich knall dich alle ab. Oh, Scheiße, der greift mich an. Oh, fuck. Ich hab Na, gar nichts getan. Großmaul?
Ich hab's doch geschafft. Ist doch alles gut. Ist vorbei. Wartest du vielleicht mal auf mich? Nö, warum sollte ich? Dann bleib ich halt hier stehen. So, komm, kommst du jetzt mal hier in die Pötte? Ja, du hast ja nicht auf mich gewartet. Ja, wenn du arme Bären kloppen musst, die ja einem angeblich nichts tun, ne? Ja, okay, ich hab mich geirrt, die tun einem was. Ja? Nee, jetzt ist es zu spät. Aber Kinder lernen ja immer, ne? Ja, du nicht, das ist das Problem. Ja, ich bin ja auch deine Mutter. Warum sollte ich von dir lernen? Ich bin älter als du. Wer sagt denn von mir? Ja, warum soll ich von irgendwem lernen? Meine Eltern sind da schon lange tot. Hallo, Elben sterben nicht. Natürlich sterben also nicht Elben. Direkt. Nein, tun sie nicht. Natürlich ja, sterben also Elben. Also nicht auf natürlichem Wege. Elben sind aber auch nicht ganz so sterblich, das ist ja aber schon bewusst, ja, klar, oder? Ja, wenn sie abschlachtet, sind sie tot, aber sonst fahren sie mit ihrem Boot da hier über die Weser und gut ist. Ja, und da glaubst du, sterben die nicht? Was ist denn dieses komische andere Land da? Der Tod, den gehe ich mal von aus. Ich glaube nicht, dass die da ewig. Ich glaube nicht, dass Elben ewig leben. Die haben ein langes Leben, aber sie haben kein ewiges Leben. Meine ich. Oh ja, geil. Ah, endlich wieder was gebrochen. Bäm. Oh Gott, ist das gut. Ja, wir wissen, dass du es toll findest, wenn du dir was brichst. Ich habe wieder was gefühlt in meinem Leben. Du hast mir das ja alles kaputt gemacht und versaut. Hey, ich bin dir allein an deinem Versagen schuld. Ja, wo ist denn Papa? Hä? Wo ist er denn? Tot. Von den Bären gefressen. Ich glaube, du hast ihn in den Wahnsinn getrieben. Wahrscheinlich eher du. Du warst ein Schreibaby. Ist dir das eigentlich mal bewusst? Komm. Wollen wir uns duellieren? Komm her. Los. Ich hab dich schon einmal platt gemacht. Die machst du auch nochmal. Mach ja, doch. Ja, komm, los. Hallo? Für dich ist mir meine Zeit zu schade. Boah, bin dein Sohn. Ja, siehst du? Okay. Gut, geh ich gleich woanders hin. Dann lässt du mich hier in diesem Lotteburger Wald alleine. Ja, gut. Dann suche ich halt das Hermannsdenkmal und dann weiß ich, wo ich bin. Schnucki, hier gibt's kein Hermannsdenkmal. Ach ja. Mann. Ja, es tut mir leid, die deine Formel zu nehmen, aber. Wir sind gar nicht beim Lippe-Simulator. Ach scheiße, was spiele ich denn dann eigentlich? Den Schlachten-Simulator. Simulator. Du spielst den Schlachten-Simulator. Sag mal, greift mich das kleine Mist. Ey, du hast doch nicht mal auf die Pfanne hier. Ja klar, töte den armen Bären. Der hat dir nichts getan. Das ist kein Bär, das ist ein Stürmer. Ach so. Ja, ich habe hinten leider keine Augen. Es tut mir doch leid. Few moments later. Ja, ich wollte die Leiche mal nach 3 Stunden anschreien. Ich wollte gerade sagen, bewegen tust du dich aber. Ja, jetzt? Ja. Gut. Braver Bengel. Jetzt. Also lass mal wieder hier Konzentration machen. Ich bin voll konzentriert. Ja? Gut, immerhin jemand. Also, einer. Also, ich hab hier bei dem hier so ein Hallo, so ein Questgedöns. Bei dem ja, hier. Ich auch. Aber erstmal gehen wir dich hier ab. Okay. Ja, sonst kommen wir wieder ein durcheinander. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Gut. Hier brauche ich nichts Großartiges vorlesen. Wir nehmen mal die gekochten Karotten. So, und was hast du zu sagen? Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Schön, dass ihr da seid, um zu helfen. Ich war gerade auf dem Rückflug von Bremen mit einem großen Sack Pilze auf meinem Wagen, als es plötzlich überall vor Spinnen wimmelte.
Ich habe noch nie zuvor solche Spinnen gesehen. Ich habe ihre Eier wohl zusammen mit den Pilzen aufgeladen. Ich muss die Ware, die noch übrig ist, vom Wagen holen. Bitte, der Wagen steht an der Straße Richtung Nordosten, direkt an, an den Wasserfällen. Bestimmt sind dort überall Spinnen. Es kann also gefährlich werden. Mit diesen Pilzen verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr sie mir herbringen könntet. Okay. Dann tun wir das doch. Jo, machen wir. Ist doch gar kein Problem. Ja, wir sind nur von Jenkins, mir wurde ja verboten zu sprechen, deswegen. Summen ist auch verboten. Und singen. Entschuldigung. Okay, gut. Halt das Maul. Nein. Red. Das geht übrigens im Wasser. Wird das so sein? Gut, dann nicht. Wenn du deiner armen Mutter nicht mehr mit deiner armen Mutter nicht mehr reden willst. Bitte. Ich darf ja nichts. Ja, nee, komm. Gut. Wir brauchen nicht, wir brauchen keine Konversation mehr betreiben, nein. Bricht deine armen Mama das Herz. Geil. Mhm. Ja, was gibst du denn um? Das Gebrochen müsste sie eigentlich umfallen. Mal schauen, wann so umfällt. Ich habe ein Herz aus Stein. Dank dir. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Es tut mir leid, dass ich euch noch mehr Arbeit aufhalten muss. Aber es scheint, als ob die Spinnen, die meinen Wagen überfallen haben, woanders hingelaufen sind. Wenn sie wachsen und sich vermehren, dann können sie auch anderswo im Auenland Schaden anrichten. Ich glaube, ihr solltet das Rudolf Kleinbau dem Landwirte in Robbingen erzählen. Und ihn fragen, was wir tun können. Rudolf Kleinbau hält sich im Gasthof Efeubusch in der Mitte von Robbingen auf. Wenn das Auenland jetzt auf keinen Fall brauchen kann, ist es eine Invasion von Spinnen, die fast so groß sind wie ein normaler Hobbit. Das stimmt. Bei Spinnen hört die Freude auf. Genau bei einer Aufgabe. So. Naja, da mein Sohn nicht mit mir reden will, kann ich ja wegreiten, ne? Doch gesagt, genau bei einer Aufgabe. Wenn du das jetzt machst, ich lock mich aus. Ich schwör's dir. Runter von dem Gaul. Dann nur, wenn du nett bist. Was mache ich denn? Soll ich aufziehen? Ich folge dir, ich guck mir die Landschaft an. Bisschen einer Tour am sich über die Dinge beklagen. Mach ich doch grad gar nicht. Genieß es nicht mal. Nein, doch, ich finde das wunderbar. Meckerst darüber, dass ich Tiere töte, die mich angreifen, dass ich unsere Aufgaben erfülle, ja, okay, dass ich uns durchs Land führe. Ja, ist ja gut, ist ja auf rumzuheulen. Ich heule nicht, ich erläutere. Muss ich gleich wieder böse werden. Nee, aber die Landschaft ist wunderschön hier. Wunderschön. Ah, ist das schön. Ach Gott, ist das schön. So wunderschön. Hallo, lass mal stehen, das ist wunderschön. Sag mal, bleib doch stehen. Was willst du denn? Weißt du, sag dir so, ich stehen bleiben, stehe schon längst. Nee, du hast da doch Erbsen da geerntet. Ebereschenzweige, ja, mein Junge. Erbsen. Ebereschenzweige, mein junger Padawan. Genau, ich nenne dich jetzt Erbsen-Tanja. Geil. Erbsen-Tanja, das ist gut. Erbsen-Tanja ist cool. Ey, Erbsen-Tanja, warte doch mal. So schnell. Hornhautraspel. Was willst du? Ist ja auf, eklig zu sein. Erbsen-Tanja, bitte. Ja, Hornhautraspel. Nein, weißt du, was wir vergessen haben? Die Post mitzunehmen. Fall. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Naja, das heißt, wir müssen denselben Weg nochmal gehen. Mach das kannst du mal alleine machen. Oh, nee, das machst du schön mit.
Ich glaube weniger. Oh doch, das machst du mit. Oh nein, Erbsen. Oh doch, Hornhautraspel. Ich wollte hier eigentlich gar nicht. Ja, warum tust du es dann? Wir müssen hier rein. Ja. Frage ist nur da. Alter, der Bogen ist größer als du selbst. Das ist guten Tag. Aufgefallen. Ja. Die Bogen ist keine Kunst, aber... Otto Breitgurt hatte recht mit seinen Befürchtungen. Ich habe bereits von den gefährlichen Spinnen im Schiefertunwald erfahren, die sich im Norden und Nordwesten vom Oberbü herumtreiben. Ich denke, ich werde euch losschicken, damit ihr euch mit diesem Problem befasst. Tötet so viele Spinnen wie möglich, aber durchsucht auch das nördliche Ende des Waldes und findet nach Möglichkeit ihr Nest. Man sagt, die Spinnen wären riesengroß. Passt also gut auf euch auf. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Spinnen, genau unser Ding, ey. Ja. Herzlich willkommen in Hobbingen. Ich freue mich immer über Hilfe und ich bin auch davon überzeugt, dass es wichtig ist, die Banden der Freundschaft zu stärken. Denke, ihr solltet euch mit Grenze Pausbacken in Nadelohl treffen und ihn fragen, ob er eurer Hilfe bedarf. Nadelohl ist in letzter Zeit sehr gewachsen und sie werden sicher schon bald einen eigenen Landbitte benötigen. Nadelohl liegt nördlich von Michelbinge, ein Stück hinter Lützelbinge, oh Gott, nordwestlich von hier. Wahrscheinlich werdet ihr auf dem Weg dorthin noch einige Zwerge sehen. Nadelohl liegt auf dem Weg in die Eredluin. In letzter Zeit kommen dort sehr viele Händler durch. Ihr werdet ganze Pausbacken wahrscheinlich am Eingang der Stadt finden. Okay. So, und da wir ja jetzt hier wieder rumlungern im Hobbingen, können wir auch die erste Kuchenquest machen. Die im Übrigen genauso abläuft wie die Quest mit dem... Das dachte ich kurz mit euch sprechen. Das dachte ich mir schon. Schön, dass wir die wichtigen Aufgaben machen. Ey, das Spiel ist so storybasiert, ich komme gar nicht mehr mit. Dann ist von der Story gesehen. Oh, das ist so geil, ey, Story. Ja, transportieren Kuchen, super. Ey, finde ich gut. Ach komm, dann machen wir das jetzt hier. Alter, nimmst du jetzt den Scheißkuchen? Nimmst du den Kuchen, die Zeit läuft ach ab. Ach so. Ah, ja. Weißt du, es liegt an meiner Zeit hier, ne? Meine Zeit hier geht runter. Halt doch mal locker, ey. Meine Zeit ist gleich halb durch. Hab ich das Scheißding jetzt? Ja. So, an hungrigen Hobbits vorbei. Da sind hungrige Hobbits. Hier einmal rüber. Wenn ich das wenigstens nicht schaffe, weil mir ein paar Sekunden fehlen, ne? Ganz Mittelerde ist im Arsch und wir transportieren Kuchen. Geh links, geh bloß nach links. Mach ich doch. Mann. Ja, da waren Menschen. Hobbits. Hast du dieses Spiel? Ey, ich werd's wieder deinstallieren, ey. Hast du dieses Spiel? Warte, Gasthaus, Kuchen, was ist das? Wo sollen wir das denn überhaupt hinbringen jetzt gerade, oder? Dein Ernst? Oh Gott. Ich ja. Steh mal hier rum, ey. Du machst so Stress. Meine Zeit läuft ab. Und jetzt stehen wir ja schon 5 Stunden rum. Jetzt läuft die wieder zurück, ey. Zum grünen Drachen, okay. Der grüne Drachen ist da hinten. Nee, ehrlich. Ohne Worte. Nee, ehrlich, ohne Worte. Alter, du kommst nicht in die Pötte und ich muss sowieso drunter leiten. Aber ich du standst doch gerade da 10 Stunden rum. Ja, weil ich überlegen muss, wo wir hin müssen. Ja, Mutter, dann solltest du morgens mal den Schluck aus dem Hals lassen. Ja, du achtest ja auch nicht drauf. Okay, ich bin durch. Du musst alleine jetzt mal zum Gasthaus hin. Viel Spaß. Was? Wo muss ich hin? Du musst dein Gasthaus finden. Ich muss den Quatsch nochmal machen. Im grünen Drachen. Da, rein da. Hä? Ey, ich hab keine Ahnung, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Hast du den Kuchen noch in der Hand? Nein. Dann hat's geklappt oder die Zeit ist abgelaufen?
Ja, es hat geklappt. Okay, dann wartest du da jetzt bitte mal. Mache ich. Siehst du, mir haben nämlich ein paar Sekunden gefehlt. Ha! Jetzt auch noch schaffen können. Ja, das ist doch gut. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Nein, dürfen wir nicht. Nehmen jetzt den Kuchen. Danke. Ach ja. Die Frage ist, warum kriegen wir eigentlich nichts vom Kuchen ab? Tja, das ist eine gute Frage. Ja, ne? Ja. Bin ich auch berechtigt. Ich mag nicht unbedingt Kuchen, aber ja. Oh doch, kommt auf den Kuchen drauf an. Wätzchenkuchen ist lecker. Ja. Erdbeerkuchen auch. Der allgemeine Kuchen mit Beeren. So. Bist du der nächste Kuchenfuzzi? Nee. Warum liegst du denn da? Ach, du bist schon da. Ach so. Ja, Mensch. So, da ist der nächste Briefträger. Das ist schon mal gut. Gucken wir uns jetzt mal. Das ist gut. Ich warte doch mal kurz, bis ich ihn angesprochen habe. Ey, du bist gleich immer so. Ja, ich kann ihn gerade selber nicht ansprechen. Ja, ich auch nicht. Gut, dann haben wir noch eine Briefkasten-Quest irgendwo. Dann ist das nämlich wieder dasselbe Problem wie beim letzten Mal. So, aber müsste hier nicht eigentlich auch noch eine Kuchentante sein? Warte mal. Ich würde die Kuchentante erstmal finden. Ach, da muss doch jetzt nicht sein, oder? Ja, doch, dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir später nicht. Nach dem Schwimmbau-Psychiater, ey. Ja gut, hier wäre das mit dem Kuchen, aber warum es nicht klappt, weiß ich nicht. Kuchen für das Gasthaus zum Grünen. Ja, genau, ja. Sag mal. Ja, was denn? Lass mich doch erstmal kurz gucken. Du musst mir doch nicht immer gleich folgen. Bleib doch mal draußen stehen. Ja, okay. Ich hab nach Hause. Nach draußen. Nach Hause. Wir haben doch gar kein Zuhause. Ja, hab ich doch gerade eben gesagt. Bleib ich halt hier draußen. Bei mir wird die Quest jetzt doch. Ach, jetzt sollen wir nochmal mit Heidi Hornbläser da reden. Okay. Das ergibt Sinn. Das Ähnliche wird dann wahrscheinlich auch mit dem Briefträger sein. Ich rufe morgen meine Psychologin, ich brauche Antidepressiva. Ach, komm mir auf. So, dann können wir uns hier in der Ecke auch gleich, also da hinten in die Richtung, dann auch gleich um die Frösche waren das? Ja, Krötensteine kümmern. Wir brauchen nämlich 4 Krötensteine. Eine Salbe gegen Stiche. Ah, ja, stimmt. Glaub mir doch mal, wenn ich dir was sage. Das entscheide ich am besten. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Das lese ich jetzt mal nicht vor. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Nehmt den Kuchen. Ja, ausgesetzt. Lubeerde am. Was? Gebacken, den sie haben will. Ach so, okay. Ach, und den jetzt Lobelia bringen, oder wie? Einen Moment. Na, ich hab ihn schon. Ja, ich nicht. Bei mir würden sie den nicht nehmen, jetzt. Bringt den Kuchen zu Opal Gutleib. Opal Gutleib. Und wo ist er? Doch, Lobelias Kuchen. Hier hinten hin. Aber wieder entfernen von neugierigen Hobbits. Also ich bin dran vorbeigekommen, du auch? Nee. Nein, ich habe meinen Kuchen nicht mehr. Ja, du bist nicht mehr dran vorbeigekommen. Dann musst du nochmal zurück.
Hier musst du leider nochmal zurück. Ja, ich bin gerade noch so dran vorbei. Jetzt leidet. Ziemlich alte, ey. Boah, ich hab meinen Orientierungssinn, ne? Das sind echt keine Freunde. Du musst dich links halten, von der Brücke aus gesehen. Ach. Nee, das ist Brief. Wenn du von der Brücke kommst, der erste Weg, glaube ich, links rein. Von der Steinbrücke. Ach, Heidehorn. Ja. Da. Genau. Du schließt mich schon die ganze Zeit immer mit meiner Zeit. Das ist mir ein Stück. So, ja. Bringt den super. Kann ich mit dem Ding schwimmen? Nee. Ja, aber wo ist Opal? Gutleib. Das wird einem aber auch nicht angezeigt, ne? Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wo dieser Opal Gutleib ist. Bin ich herausgefunden, wo ich jetzt hin muss? Ja, ich nicht. Weil Lobeas Kuchen. Aber Lobea will den Kuchen nicht. Ach, ich folge einfach diesem Kuchenpfeil da. Witzig. Ja, südlich vom Festwiese, von Hobbingen. Ja, ich bin auch jetzt bei der Festwiese, aber wo... Okay, warte mal. Ich suche mal ganz kurz für dich den... Warum rennst du eigentlich so? Klar, du findest den. Auf Anhieb. Bei mir wird hier... Ich bin einfach um diesen blöden Pfeil gefolgt. Ja, mir wurde kein Pfeil angezeigt. Zumindest nicht in die Richtung. Mir wurde in die... Ja, der da. Eine Salbe gegen Stiche wurde mir angezeigt. Bei dem anderen hatte ich keinen Pfeil. Das war ja mein Problem gerade. Ja komm, dann bleib ich hier stehen, dann weißt du... Ja, mich wundert es aber, dass du einen Pfeil hattest, weil ich hatte keinen. Ich habe hier nur gesagt, eine Salbe gegen Stiche. Seltsam, seltsam. Naja, gucken wir gleich nochmal. Mysteriös, mysteriös. Mhm. Mhm. Das macht irgendwie an. Ja, komm, ist gut. Psst, jetzt bleib mal locker, ey. Wenn ich ja gleich immer so aggressiv durchbleib. Alter. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Wie so ein Meerschweinchen. Nur die können das auch quietschiger. Ja, genau, wie so ein Meerschweinchen. Ja. Und wie die machen. Ja. Ja, ich kann kein Meerschweinchen nachmachen. Aber die machen ja, doch dieses... Ja, ich hab doch gar nicht gesagt. Oh. Ah, ja. Hungriger Hobbit. So. Hungriger Hugo. Was ist los da? Hungriger Hugo? Ja, ist aus South Park. Du kennst keinen South Park, also. Nein. South Park kenn ich tatsächlich nicht. Bitte wartet einen Moment. Siehst du? Nimm den Kuchen. Nimm den Kuchen. Nimm den gottverdammten Kuchen! Ich brüll mal eine Runde. So. Ich hab's auch mal geschafft. Bin auf dem Weg. Drei Stunden später. A few moments later. Oh. Der Festbaum. Erze. Tagelöhner. Festplaner. Ja. Bäcker. Opal Gutleib. Das war eigentlich so. So. Und zurück zu Heidi Hornbläser. Müssen wir das Ding hier nochmal ansprechen? Nein. Was denn? Wir sind da jetzt einfach nur so hingerannt, um den Kuchen abzugeben. Einfach nur, weil wir es können. Ich sag ja, die wichtigen Aufgaben überlässt man uns. Hm. Ja, später kommen ja wieder Instanzen. Sagen wir mal, ab Bredern bzw. ab den einsamen Ländern wird es wieder interessant.
Eigentlich tatsächlich ab Breland, weil ab Breland kommen dann wieder Geschichten, die zeitgleich mit Herr der Ringe spielen. Oh, das wäre die erste, die ich dann höre. Cool. Nee, eine hatten wir, glaube ich, schon. Nein. Doch. Welche denn? Wir hatten, meine ich, eine Szene, wo zumindest schon mal der Ringträger erwähnt wurde, kurz bevor Frodo selber überhaupt losgegangen ist. Das heißt, ja, noch kurz bevor das Buch gestartet hat. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Da, ja, meine ich, hat das Spiel, also dann mit der einen Szene, die wir gesehen hatten, angefangen. Achso, ja, das lese ich ja nicht vor, das geht ja hier nur um den blöden Kuchen. Achso, ja, Briefträger haben wir hier noch. Dann erledigen wir das nämlich gleich mal hier in einem Abwasch. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Wenn ihr helfen möchtet, findet ihr dort auf dem Tisch eine Tasche, die zu Briefträger Boffin in Oberbühl gebracht werden muss. Okay. Oberbühl, direkt da, wo wir hin müssen. Das ist doch perfekt. Achso, Tasche. Ich sollte die Tasche mitnehmen. Ja, er sollte die eigentlich auch nehmen. Ah, jetzt. Okay, ja, Richtung Oberbühl, wie gesagt, müssen wir ja eh. Ja, ja. Deswegen ist das ist ja kein großartiger Umweg. Weil wir müssen ja Spinnen töten. Die waren ja, meine ich, da. Spinnen und noch irgendwas, ja, anderes. Ja. Schöne Musik. Wäre natürlich nur schöner, wenn sie tatsächlich Herr der Ringe Musik hätte mit reinnehmen können. Aber geht ja durch Copyright nicht. Aus Copyright-Gründen. Weil ich glaube, da sind sie ja relativ streng, was Herr der Ringe angeht. Ach, sind sie denn nicht irgendwie bei allem streng, was eine Lizenz hat? Ja, aber bei Herr der Ringe ja besonders. Genauso wie Star Wars. Herr der Ringe und Star Wars, das sind ja so die ganz großen Dinger da.